Ah, jetzt ist er eröffnet. Ortenteig. Bei den Brüsten meiner Ahnen, der Ortenteig. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Ort mal mit eigenen Augen sehen würde. Ich kann Branka hier überall sehen. Sie hat regelmäßig Splitter aus den Wänden geschlagen, wenn sie einen neuen Tunnel betreten hat, um seine Zusammensetzung zu überprüfen. Wenn sie noch hier wäre, hätte sie allerdings längst Wachen aufgestellt. Was könnt ihr mir über diese Ruinen erzählen? Das hier war Carradins Heimatteig. Bevor er zum Paragon ernannt wurde, war er ein Orten. Selbst als er sein eigenes Haus hätte haben können, ist er hier geblieben. Ich vermute, er wollte seine Leute nicht nach Bonamar bringen. Okay, wo liegt denn das? Was ist Bonamar? Die Stadt der Toten. Carradin hat sie zu Ehren der Legion der Toten gebaut. Aber sie ist eher ein Mausoleum als alles andere. Das war natürlich alles, bevor er den Amboss hergestellt hat. Danach war er das Lieblingsgenie der Stadt. Bis er den König verärgert hat und in Ungnade gefallen ist. Okay. Hier war also mal eine Stadt. Nein, hier war ein Teig, der Ortenteig. Bonamar liegt nordwestlich von hier. Aber das ist unwichtig, zumindest hoffe ich das. Seit die Dunkle Brut die Stadt der Toten eingenommen hat, ist sie als die Todesgräben bekannt. Als die Festung fiel, wurde ein Großteil der Legion vernichtet. Okay, und ihr habt keine Idee, wo dieser Amboss sein könnte? Das weiß niemand. Der Ortenteig war damals fast ein Teil der eigentlichen Stadt. Niemand hat sich die Mühe gemacht, den Standort des Amboss zu markieren. Jetzt kann man unmöglich wissen, ob er fortgeschafft oder zerstört wurde. Aber glaubt mir, wenn wir ihn finden, finden wir auch Branka. Okay. Was ist, wenn Branka und alle anderen tot sind? Habt ihr heute wieder einen eurer hellen Momente? Wenn sie alle tot wären, müsste es hier doch Spuren eines großen Kampfes geben, oder nicht? Über 300 Zwerge verschwinden nicht einfach so. Ja. Lass uns gehen. Ich hätte es nicht besser sagen können. Finn, bist Mut? Gorgon. Verzeiht, dass ich so fragend bin. Habe ich vielleicht noch irgendwelche Geschenke? Totem. Sieht jetzt eher weniger danach aus. Okay. Spuren. Warum bezeichnet ihr Alistair bisweilen als kleinen Pikenwirbler? Wieso? Fühlt sich der kleine Pikenwirbler etwa beleidigt? Ich finde die Bezeichnung nur seltsam. Seltsam? Pah. Sie entspricht den Tatsachen. Habt ihr ihn noch nie beim Wirbeln seiner Pike beobachtet? Er macht das nur, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Meist zwischen den Bäumen, als gäbe es keinen Morgen. Neulich habe ich ihn dabei erwischt. Erst wurde er rot bis runter zum Nabel und dann konnte er sein Hemd nicht finden. Eines Tages wird er sich mit dem Ding noch verletzen, wenn er damit so herumfuhrwerkt. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr hören will. Ich habe ihm schon gesagt, dass Piken zur Verlängerung der Nahkampfreichweite dienen, gegen Pferde und so. Aber man wirbelt damit nicht herum wie ein kleines Mädchen. Moment, ihr redet von einer echten Pike? Wie ein Speer? Natürlich! Worüber sollte ich denn sonst reden? Weiß ich auch nicht. Ich habe auch zuerst an das gedacht. Alter Pikenwirbler. Charmant. Oh. Okay. Ich glaube jetzt weniger, dass wir ihn auf Pikenwirbler
ansprechen können, aber... So. Nein, noch niemand gestorben. An Schädel brechen sie sich ihre Beißerchen aus. So. Ich bin erfreut. So. So. Mal kurz gespeichert. Und dann geht's weiter. Aha. Die rennt weg. Aber selbstverständlich. Das ist mir jetzt herzlich. So. Und wir warten mal. Ah, komm. Angriff! Ich möchte da die Erfahrungspunkte von dir. Boah. Ogryn. Shale. Danke. Da sind sie jetzt aber echt schön am Durchkämpfen. Noch mehr Spinnen. Damit wir da aufrennen. Ich stehe an deiner Seite. Wind. Ich komme dir zu Hilfe. So. Schön. Ogryn, geh mal auf den, bitte. So. Und den bitte. So. Oh. Ach nee, jetzt ist Win. So. Jetzt ist noch. So.
scherzhaft aus. Nächstes Mal muss ich vorsichtiger sein. Ja. So. Jetzt du mal einen großen. Du mal einen großen. Auf damit. Und du eine kleine. So. Dann mache ich mir aber auch noch einen kleinen gönnen. Aber selbstverständlich. So. Alter, war das. So, speichern. Wie man weiß wirklich? Ja nie. So. Haben wir hier vorne, da sieht es nach einem Sarg aus. Weshalb liegt hier ein Sarg? Kriegergrab. Die Ehre des Obenflächlers. Der Idiot folgte uns nun schon seit 3 Tagen. Aber was soll ich tun? Eine Stadtwache könnte ihn sicher verhaften, weil er so ein verdammter Trottel ist. Aber es gibt keine Gesetze dagegen, in den Gräben den eigenen Tod zu suchen. Hier unten gibt es überhaupt keine Gesetze. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn selbst umbringe, wenn er unsere Patrouille gefährdet. Aber schweigsam ist er. Das muss man ihm lassen. Obenflächer glauben normalerweise, dass es nach dem Ende einer Verderbnis überhaupt keine dunkle Brut mehr gibt. Warum liegt gerade dem nun etwas daran, dass sein Sieg sie zurücktreibt vor unserer Türschwelle? Es ist eine Sache, oben im Licht gegen sie anzutreten, aber hier im Dunkeln, wo sie leben, das wird ihm schwer zusetzen. Oder das Lyrium erwischt ihn vorher. Aus einem Feldbericht der Legion der Toten von Hauptmann Gant. Der Stein nahm diesen Obenflächler auf wie einen der Seinen. Geboren unter freiem Himmel, diente er den tiefen Wegen dennoch besser als so manch Erdgeborener. Viele erleben einen neuen Tag, weil er an ihren Seite kämpfte und statt ihrer fiel. Wir kennen seine Rituale nicht und ich fürchte, der Verlust seiner Familienschwert wird ihn auf seiner jetzigen Reise unruhig werden lassen. Doch für uns war er ein Bruder im Geiste und wir geben ihm, was uns heilig ist. Wilhelm Trilamond, falls der Weg nach Hause dunkel ist, so ehrt es den Stein, dich in seinem Fundament zu wissen. Grabinschrift für Wilhelm Trilamond, 75 Zeitalter des Sturms. Okay. Dann haben wir das Grab des einen gefunden, wo wir den Griff, meinte ich, gefunden haben. Gibt's. Ja, hier hinten gibt's noch eine kleine Truhe für uns. Etwas Loot. Gravierter Silberschlüssel. Okay. Aber die Schlüssel bringen ja per se nichts, also die öffnen nicht unknackbare Truhen oder dergleichen. So, Angriff! Ja, natürlich! Sand in die Augen. Sehr schön, Ogren. So. Genau so wird es geschehen. So. Ja, wer hätte es jetzt Uns kommen steht eine sehen, weitere ne? Schlacht bevor. So. So.
So. Zwei Krieger. So. So. Sehr schön. Aber selbstverständlich. Einmal gespeichert. Wo geht's hier hin? Oh, oh. Das sieht nach einem Teig aus. Schneller Schuss. Noch einen Golem dazu, ja, heilige Heiligsblechle. Ungehaltener Geist. Okay. So. So. Okay, gehst du bitte auf den. Danke. Dann können die beiden sich kloppen. Während ich da die Kleinen wegmachen. So. So, auch betäubt. So. So, jetzt auf den. Der Golem ist gefallen. So. Jetzt mal wieder ein wenig laden. Kurz speichern. Okay, da ist noch was zerschnitten. Steingolem. Ich bin erfreut. Ne, Truhe. Achtung, Spinnenalarm, würde ich mal sagen. Genau so wird es geschehen. Wer hätte es gesehen, ne? So. So. Jetzt noch da einmal. So. Oh, schön betäubt. So, die Truhe. Ein wenig Geld, jo, passt. Okay, da ist jemand. Ruck. Für dich gibt es hier nichts. Alles meins. Ich habe es in Besitz genommen. Wer bist du? Was machst du hier unten? Du willst mir was wegnehmen. Oberflächler sind alle gleich. Diebische Schurken. Ich hab's zuerst gefunden. Er ist ein mieser Plünderer und schon so gut wie tot. Geh weg. Du bringst sonst noch die Dunkle zurück. Aber die brechen dir die Knochen. Es heißt, man kann hier unten nur überleben, wenn man die Leichen der dunklen Brut isst. Das Blut der dunklen Brut ist giftig. Dann sind Männer schon gestorben. Es brennt, wenn du es schluckst. Es brennt! Es gehört mir, nicht dir, dir die Knochen brechen. Nett. Sollen wir jetzt machen? Ja, blöde Frage. Kämpfen. Wieder ist
Stopp, Konto, aber das. Ja. Ja. Riesige Hit. Ja, man muss zuerst. So. Habe ich bei dir Erfahrungspunkte nicht. So. Dann machen wir da mal Blink. Unser Golem ist gefallen. Und Ogryn hat da. Der ist jetzt wieder Englisch. Also, keine Ahnung weshalb, aber schon okay. Truhe des Orthanteils. Unterlagen von Orthan. Quest aktualisiert. Jetzt haben wir da hinten noch was. Aha, aha. Ich speichere schon mal. Okay. Dort gibt's noch was. Was für eine Quest. Und zwar für das Verstückelte. Aha. Grafikbuff. Das heißt nicht Gutes. Schau, du und du auch hier. So. So. Auf die Kleinen. Du gehst bitte immer noch auf den, genau. So. So. Schall ist schon wieder. Du nimmst mir mal so ein. Ja. So. So. Könntest du mal bitte und dann ihn? Ja. So. Ich bin erfreut. Wir gehen da gemeinsam. So. Und jetzt hier hinten. Oh, ja, ich habe so eine Vermutung. So. So, Steingolem. Das sieht irgendwie nach etwas Bekanntem aus, was sehr schwer klein zu kriegen ist. Aber nichts alledem müssen wir das trotzdem jetzt machen. Die Körperteile auf dem Altar. Ihr habt wiederhergestellt, was zerschnitten war und mein Versteck offenbart. Teilt mir eure Absichten mit. Sucht ihr nach Rache oder einer Belohnung? Ich mache keine Geschäfte mit Geistern. Ihr werdet
euch endgültig vernichten. Ich habe mich aus Bequemlichkeit verborgen, nicht aus Feigheit. Wenn ihr einen Kampf wollt, sollt ihr ihn haben. So. Alle rauf. So. So, Rückgrat brechen. So. So. Oh, warte mal. So. So. Ah, der ist gerade gefahren. Gut, jetzt wieder angreifen. Win. So, das. Dann hier bitte so ein. So ein. Und so ein. Oh, nee.